Ja, schönen guten Abend oder noch guten Tag, noch ist die Sonne da. Wir haben es jetzt schon 16:45 Uhr. Ich bin heute direkt nach Feierabend losgezogen, weil ich unbedingt noch einen Wasserfall für euch noch filmen wollte. Und mal gucken, ob das was wird. Hier links neben uns fließt die kleine Renne. Also kleine steinerne Renne heißt es. Und die hat einen Wasserfall. Befindet sich in Hasselfelde an der Werbergfabrik Bahnhof Steinerne Renne. Sprich in Wernigerode. Ihr folgt immer diesem der steinernen Renne hoch, bis die Ausstellung kommt, kleine steinerne Renne. Da gabelt sich der Weg links und rechts und ihr nehmt den rechten Weg und folgt immer den Ausschilderungen Richtung kleiner Wasserfall. Ob wir da was sehen? Ich kann es euch nicht versprechen, dieser Wasserfall ist nicht immer wirklich voll mit Wasser und somit auch nicht immer toll anzusehen, aber wir probieren es einfach mal und wenn ihr Lust habt, dann kommt mit und lasst euch überraschen, ob wir was sehen. Okay, viel Spaß! Herrlich heute mit Sonnenschein. Dort, klasse! Ja, dieser Weg ist so ein Pfad, kann man schon dazu sagen, ja. Noch nicht so schmal, aber ist halt schon mal ein Pfad. Und ja, den braucht man immer nur zu folgen. Jawohl, wir haben Glück. Es läuft zwar nicht mehr so viel Wasser wie wahrscheinlich vor ein, zwei Wochen, wo die Schneeschmelze noch voll im Gang war, aber er sieht trotzdem noch klasse aus. Tja, das ist der kleine Wasserfall von der kleinen steinernen Renne. Und dieses ist ein natürlich geschaffener Wasserfall. Felsen haben sich eines Tages vor, ich weiß nicht wie viel tausend von Jahren, hier in dieses Flussbett reingelegt. Das Wasser angestaut und heute läuft das Wasser eben über diese Steine oben drüber. Einfach klasse anzusehen. Tolle Sache. Ja, ich denke mal, vor zwei Wochen war das bestimmt noch interessanter, wo hier die Schneeschmelze richtig noch im Gange war. Heute haben wir den 31. März 2021 und ja, aber trotzdem sieht das alles noch beeindruckend aus hier. Ja, das war der Wasserfall von der kleinen steinernen Renne. Und jetzt gehen wir mal zur steinernen Renne und gucken mal nach, ob die vielleicht auch einen Wasserfall da oben haben. Ich denke mal ja. Auf geht's. Hier hoch. Dort hoch. Den Steinweg. Immer den Treppen folgen. Weg ist ausgeschildert. Und da ganz oben, da kommt der Fluss dann runter. Da können wir leider nicht hin, das ist kein Weg mehr. Das liegt jetzt leider hier rechts weg. Aber ich denke, von weiter oben kann man bestimmt noch mal was gucken. Schauen wir mal. Ja, da kommt das Wasser runter. Ich habe jetzt noch einen Weg gefunden, um hier ein bisschen dichter herzukommen. Aber mehr geht jetzt tatsächlich nicht mehr. Schade. So, wir sind jetzt hier an den Wasserfällen der steinernen Renne. Sprich der Hohltenne. Oder Hohltenne, so wird der eigentlich anders auch ausgesprochen. Geschrieben wird so Hohltenne. Ja, so sieht es halt hier aus. Das ist ein natürlicher Wasserfall.
Das geht richtig die Post ab heute. Ja, noch höher kann ich leider nicht gehen, würde ich gerne, aber da ist kein Weg mehr hoch. Wir gehen jetzt weiter runter und da gucken wir uns Stück für Stück den Wasserfall ein bisschen mehr an. Und wir haben hier mehrere Treppen und mehrere kleine Stufen drin. Und das ist richtig interessant heute. Ich glaube, das lohnt sich. Das gucken wir uns mal genau an. Ich nehme euch einfach mit den Berg runter. Ja Leute, das war's heute mit den Wasserfällen an der steinernen Renne. Wie gesagt, diese beiden Renne, die sich hier so großzügig steinerne Renne klein und groß nennen, werden natürlich von der Hohltemme versorgt und alles läuft hier Richtung Wernigerode runter. Weiter unten an der Brücke, da laufen die dann wieder zusammen, die beiden, und dann wird wieder Hochzeit gefeiert. Das waren heute, die Wasserfälle an der steinernen Renne. Und ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, euer Thomas. Macht's gut, ciao.